Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Böse Nachbarn 2. Ja, die dritte Staffel... Nee, die zweite Staffel. Die dritte Folge der zweiten Staffel steht an. So wollte ich das sagen. Meine Güte. Feuer und Flamme. Die Ekelfamilie ist wieder unterwegs. Mutti kann sich nicht vom Bazar losreißen, wie in der letzten Folge, da sie die praktischen Asbestwindeln entdeckt hat. Aha. Der Nachbar hat auch eine neue Attraktion... Hat auch neue Attraktionen entdeckt. So reitet er auf heiligen Kühen und versucht sich an heißen Kohlen. Ein gefundenes Fressen für Woody. Das möchte ich aber mal laut sagen. Okay, legen wir los mit der Folge Feuer und Flamme. Gut, gucken, ob ich noch alles soweit weiß. Ich denke mal... Ich denke schon, ja. Er geht ins Taj Mahal beten oder was weiß ich, was er davor hat. Wir werden uns erstmal ein paar Blumen besorgen. Schöne Blümchen. Okay, ich würde sagen, anschließend gehen wir mal hier runter und sammeln alles ein, was es hier so gibt, während die Mutter im Bazar ist. Und also, wir schnappen uns diese nützlichen Asbestwindeln und so einen Blasebalg. Und dann verlassen wir schnell den Bildschirm, denn die Mutter ist gleich fertig. Wir geben der heiligen Kuh Blumen zu fressen. Und sie kackt erstmal. Und ja, wir können den Kuhfladen aufheben. Ich find's auch eklig, aber so ist das nun mal. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Benzinkanister, den benutzen wir erstmal mit dem Gullideckel. Nee, warte mal. Streichhölzer mit Gullideckel, genau. Denn da ist irgendein Gas und das springt den Gullideckel auf. Mit welchen Streichen fängt man an? Ah, erstmal holen wir uns mit der Asbestwindel ein paar... diese lauwarmen Kohlen. Ach ja, wir müssen die heißer machen, Moment. Ja, machen wir mal. So. Pusten wir mal die Kohlen heiß. Und dann nehmen wir die heißen Kohlen mit und kippen Benzin in diese Kühlschüssel. Und dann verstecken wir uns im Korb. So. Anschließend warten wir, bis er betet. Passt auf, dass der Gullideckel wirklich offen ist, damit dieser Streich funktioniert. Denn dann packen wir die heißen Kohlen in die Schuhe des Nachbarn. Anschließend tauschen wir den Kuhfladen mit der Eismaschine, also packen da Kacke rein, weil der den Jungen immer ärgert. Ja, weil er den Jungen immer ärgert, hey, willst du ein Eis? Haha, kriegst du aber nicht. Und dann isst er das Eis selber auf. Mal gucken, wie ihm ein Eis mit Kuhfladengeschmack gefällt. So, als nächstes das, oh ja, genau, das ist auch wieder ein Kombinationsstreich. Also bis jetzt waren beide Streiche, die wir gemacht haben, Kombinationsstreiche. Und das waren die beiden, also das waren die beiden Kombinationsstreiche. Mehr Kombi-Streiche gibt es gerade nicht. So. Auf jeden Fall benutzen wir das Taschenmesser mit der heiligen Kuh und schneiden den Sattel los. Und dann Benzinkanister mit Rinne. Blup. Und dann verstecken wir uns im Korb und gucken, wie der Nachbar ein Kuhfladeneis isst. Lecker, 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 lecker. Tja, das war wohl nicht so schmackhaft, möchte ich meinen. Na, guckt auch niemand. Okay, dann reite ich jetzt auf dieser heiligen Kuh. Aber nicht, wenn der Sattel manipuliert. Und die Kuh setzt sich auch hin. Sehr schön. Und schließlich will er hier beim Feuerspucker eine Show geboten kriegen. Ach, wenn er wüsste, was für eine Show er da jetzt kriegt. Tja, ganz schön heiß, diese Angelegenheit. Konnte ich mir nicht verkneifen. Okay, ja, das war's. Der Kollaps ist perfekt. Damit haben wir auch diese Folge erledigt. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis dahin gut.
und haut rein.